Moment, gut. Dass mir es immer wieder Anfang der Aufnahme auffällt oder einfällt, jetzt muss ich noch mal kurz einen Blick aufs Handy machen. Ihr wartet mal schön noch 5 Sekunden. Ja, verkörpert halt Realismus. Wir sind alles nur Menschen und ich koche auch nur mit Wasser. Habe ich letztens erst wieder jemand erklärt, der mal sagt: Du Alter, du kannst ja nicht während der Aufnahme trinken oder husten. Ich so: Warum nicht? Wir alle müssen trinken und husten. Wir sind alle nur Menschen. Ah, es kommt doch aber nicht gut. Ich so: Doch, ich bin einfach wie ich bin. Ich fahre in Linie und ich halte das alles sportlich. Warum nicht? Warum nicht? Hey! Siehst du, eine Schaufel haben wir nicht mitgenommen. Tatsächlich. Hier war nämlich noch Gold drunter, Mensch. Das hätte ich fast jetzt übersehen, wenn ich nicht kurz einen Blick drauf geworfen hätte, hätte ich es tatsächlich hier gelassen wahrscheinlich. Habe ich nicht wahrgenommen. So, Eisen. Wenn wir es da oben noch alles einschmelzen müssen, na, das wird wieder schön. Also der Tag auch einfach mal wieder so weg. Ich meine, wir sind echt spät gestern fertig geworden mit unserer Runde. Ich weiß gar nicht, ich glaube so gegen 2 Uhr oder so lag ich dann endlich mal im Bett. Und gegen 9 Uhr heute früh wieder aufgewacht, weitergemacht. Dachte gleich jetzt erstmal was essen. Schön Toast mit Nutella, ne? Produktplatzierung. Nee, kann auch nur Dossi gewesen sein. Oder sonst was, jedenfalls ein Schokoaufstrich, lecker. Und ja, Tasse Kaffee und los geht der Tag, sage ich mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, heute hast du hier die Wohnung für dich. Du hast Ruhe, du hast Zeit vor allem. Was ich ja noch nicht erwähnt habe, ich habe Urlaub momentan. Das ist mehr oder weniger Zwangsurlaub, weil ich tatsächlich so viele Resttage von 2016 noch übrig hatte, dass ich jetzt diese eine Woche nehmen muss. Im März dann schon wieder 2 Tage. Dann im Juni, im August, im September, im November. Also es sind echt, wow. Ich meine, es sind nur 25 Tage oder so, aber es ist unglaublich, wie die sich verteilen, ey. Da hat man irgendwie das Gefühl, man hat das ganze Jahr nichts anderes als Urlaub. Und das verteilt sich dann immer so unglaublich, Mann. Ich meine, andere haben 30 Tage, das ist nochmal eine Woche länger. Machen die das? Und dann wirst du wirklich tatsächlich schief angeguckt und gefragt, wie, was? Hast du schon wieder Urlaub? Ja, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass ich 25 Tage habe im Jahr. Mensch. So. Mach mal kurz hier hoch und gucken, was hier hinten war. Kohle sehe ich da. Noch mehr Kohle. Wow. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das hier teilweise so verstrickt ist. Mensch. Nice. Na schön, wir nehmen einfach mal alles mit. Weil, ja, wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja wirklich. Die Diamanten, die hatte ich doch, glaube ich, schon bei Zeiten mitgenommen. Da hinten waren nämlich ursprünglich auch mal Diamanten gewesen. Das weiß ich nämlich noch. Das weiß ich tatsächlich noch, dass dort mal Diamanten gewesen sind. Das war ziemlich gleich dort am Ende dieses Schrägtunnels. Oh. Schön. Ach, guck mal hier. Geil, ne? Redstone, Eisen, Lapislazuli. Und jetzt Lava. Pff, tot. Oh. Nee, ich hatte ja nun wirklich diesen Schacht gemacht. Diese endlos lange Mine. Und mitten im Schacht habe ich dann angefangen, diesen Quertunnel zu bauen, der so schräg nach drüben ging, in dem wir uns jetzt mehr oder weniger noch befinden. Und da weiß ich, am Ende dieses Quertunnels. Oder ja, sag mal in der Mitte drin, dort wo wir jetzt halt abgesprungen sind, um jetzt hier noch weiter zu buddeln. Dort war Diamant und ich glaube, den hatte ich damals schon mitgenommen, weil den habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Also noch mehr. Guck mal, hier unten sind wir gerade hergekommen. Da war tatsächlich noch eins hinter versteckt. Das ist genau das, was ich meine. Man darf nie frühzeitig aufhören zu hacken. Man findet immer wieder was. Aber das ist ja so eine Mineralienhöhle hier. Entschuldigung mal bitte. Hallo? Hier, wieder Redstone. Unglaublich. Damit habe ich teilweise echt nicht gerechnet hier. Boah.
Heftig, was ist los? Ach so, jetzt muss ich da auch irgendwie wieder hochkommen. Noch mehr Kohle. Ach, hör doch auf. Jetzt bin ich fast schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche keine Kohle mehr, weißt du? Das ist immer so. Aber so Smaragd wäre auch mal geil. Da habe ich, glaube ich, nur einen und da weiß ich nicht mehr, wo ich den her hatte. Weil den hatte ich nicht natürlich gefunden. Entweder hatte ich dem irgendeinen Dorfbewohner aus dem Kreuz geleiert oder ich hatte ihn in irgendeiner Truhe gefunden. Bin mir nicht mehr sicher. Weil mit den Dorfbewohnern kann man ja teilweise auch handeln. Oh, noch mehr Eisen, ey, hallo? Mit den Dorfbewohnern kann man ja teilweise auch handeln. Kriegt dafür Smaragde oder eben für Smaragde. Irgendwelche Zauberbücher oder bestimmte Sachen oder was auch immer, ne? Weil die handeln ja mit allem Möglichen. Oh, da unten haben wir noch einmal Eisen gehabt. Die Fackel kommt wieder mit zu mir. Okay. Ich glaube, das war's. Muss mich natürlich umgucken. Da vorne war noch Kohle. Die wir mitnehmen. Schlecht dran da oben. So. Aber ich glaube, das war es jetzt wirklich. Genau, und hier war Diamant, ne? Irgendwie so war das. So, und da können wir das ja nämlich ganz beruhigt jetzt schließen. Die ganze Ecke hier. Das ist ja das Einzige, was ich dann noch davon habe. Sonst renne ich da wahrscheinlich nochmal und nochmal rein. Und das ist ja dann nicht effizient. So. Okay. Gut. Redstone haben wir hier. Ja, mit einem Cobblestone abtragen geht das natürlich. Redstone. Nice. Kohle! Ich sehe schon wieder Kohle. Mann. Natürlich wieder gleich übertrieben viel. Nein, das ist nicht viel. Das ist ganz normal. Ja, bei Kohle ist das tatsächlich normal, aber es kommt einem dann immer so übertrieben viel vor. Eisen und Kohle liegen oft dicht beieinander. Das habe ich auch gelernt in Minecraft. Die sind manchmal direkt unmittelbar hier nebeneinander. Das ist auch interessant. So, weiter geht's. Da haben wir wieder Redstone. Hier ist noch ein Loch im Dach. Aha, Eisen. Ich kann ja nicht aufs Eisen scheißen. Das brauche ich ja tatsächlich. Eisen ist oben, Redstone ist unten. Coole Scheiße. Mensch, und da unten ist irgendwas. Entweder, ach, da war ich schon mal irgendwie. Ich weiß nicht, aber ob ich der Diamant rausgeholt hatte oder ob da, keine Ahnung. Da habe ich ja schon mal mit Cobblestone hantiert, ne? Aber dass ich da den Redstone da nicht gleich mitgenommen habe. Fragwürdig. Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir die alten Folgen tatsächlich selber mal wieder angucken. Aber das mache ich jetzt auch nicht so oft. Der einzige, die ich jetzt mir wirklich mal wieder angeguckt habe, war meine erste Folge. Meine allererste Folge hier Minecraft. War ganz interessant, wie die Welt danach ausgesehen hat. Man hat ja nichts wiedererkannt von dem, was jetzt da steht. Es war ja alles noch unbebaute Landschaften, Wüste, Wald. Dann haben wir den Berg dort weggemacht. Oh, krass. Mensch, und jetzt stehen da unsere Ställe und alles sieht so schön aus. Und ja, ist heftig. Folge 1 mit der jetzigen zu vergleichen, ist schon in der Nummer. Das ist echt schon eine Nummer. So, da sind wir wieder hier. Noch ein Redstone noch weg und den Rest bekunden wir in der nächsten Folge.